Jo Leute, willkommen zu neuen Video von MewTrick.com, euer Schöpfnischen-Den. Heute ein neues Video zum Thema Linkaufbau, Backlinking, und zwar wie viele Links brauche ich überhaupt? Die Frage kann man pauschal natürlich nicht beantworten, wie viele Links man braucht. Das kommt auf die Nischenseite drauf an, das kommt auf das Thema drauf an, das kommt drauf an, wie groß die Seite ist, wie klein. Das kann man jetzt wirklich nicht pauschal beantworten. Man kann jetzt nicht sagen, du brauchst genau 5 Links da, 5 Links da und 5 Links da und dann bist du schon in den und dem Bereich, auf den und dem Platz. Das geht einfach nicht. Ihr braucht zum Beispiel für eine normale Nischenseite, wo das Thema gut recherchiert ist und so, braucht ihr wirklich viel weniger Links wie ein ganzer Markt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Armbanduhrenbereich reingeht, weil es ein riesen Markt ist. Obwohl der vielleicht dann genauso viel Suchanfragen hat, ein bestimmtes Longtail, davon wie Herrenarmbanduhren Leder oder so, das hat dann vielleicht 5000 Suchanfragen und ein anderer Bereich hat dann genau ein anderes Keyword, auch 5000 Suchanfragen, dann kann es aber sein, dass der Bereich mit Armbanduhren viel schwieriger ist wie der andere Bereich, obwohl die Suchanfragen und so ziemlich gleich sind. Deswegen kann man das pauschal nicht beantworten. Wir haben uns natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht und haben das Ganze auch schon länger ausprobiert und eine kleine Liste, eine Strategie, wie wir da rangehen, dass wir auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Grundbasic schaffen und mit der schaffen wir es eigentlich meistens dann schon ziemlich gut nach oben und dann braucht man nicht noch extrem viel machen. Weil unsere Seiten sind ja auch One-Page-mäßig ziemlich gut aufgestellt, Ratgeberartikel, große Seiten, Unterseiten, die themenrelevant sind und so weiter. Und wir bieten hier auch einen Download an, natürlich kostenlos, unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch die Vorlage downloaden, die ich euch jetzt erklären werde. Das hier ist zum Beispiel unsere Vorlage, mit der wir erstmal eine Grundsubstanz schaffen, eine Basic. Ich habe euch in einem anderen Video schon erklärt, wie das Ganze mit den Crawlern, mit den Bots ist. Und damit schaffen wir so eine Grundsubstanz, dass die Bots erstmal unsere Seite wahrnehmen und dass wir ziemlich viele Crawlings auf unsere Seite bekommen und überhaupt unsere Seite im Internet präsent wird. Hiermit bauen wir das erstmal auf. Das sind ungefähr 27 Links, die hier eingetragen sind, oder ziemlich genau 27 Links, mit denen man arbeitet. Ihr seht hier Frageportale, dann irgendwelche Bookmarks und sowas, Google Plus. Und das denken jetzt manche, okay, was bringt ein Google Plus oder so? Aber das ist wirklich ein kleiner Mix, dass man überhaupt erstmal ein bisschen relevant genommen wird. Weil im Normalfall hat eure Seite ja noch 0 Backlinks und so kann man dann wirklich schon mal schauen, dass die Seite ein bisschen nach oben kommt und mit der kann man dann auf jeden Fall starten. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel Themenseite, Vornlink und sowas, da steht nichts drin. Das werde ich euch auch gleich erklären, wie wir das machen. Also die Seiten, wenn wir die hier mal anschauen, zum Beispiel, ich kopiere das hier mal raus, da habe ich euch in einem anderen Video erklärt, wie man die Qualität von Backlinks prüfen kann. Und ihr seht, dass das jetzt keine irgendwelchen Hinterwald-Bookmarks sind, die niemand irgendwie relevant sieht. Ihr seht hier, der Domain-Pop oder IP-Pop ist auf jeden Fall schon mal hoch, die bringen euch auch teilweise was fürs Ranking. Aber weil es Bookmarks sind und Linksammlungen ist es natürlich jetzt nicht so ein extrem hochwertiger Link. Aber wir haben hier schon ein bisschen drauf geachtet, dass es Links sind, die auch minimal was bringen und die von der Qualität her eure Seite nicht runterziehen. Und damit sollte man auf jeden Fall gut starten, weil es sind jetzt auch Backlinks, die bekommt man relativ schnell und da ist es jetzt nicht so extrem unnatürlich, wenn man aus dem Bookmark einen Link bekommt, weil Google weiß ja auch oder auch andere Suchmaschinen, okay, irgendwann tut man mal sich in den Bookmark eintragen, weil eine ganz neue Seite ist ja einfach der natürliche Vorgang, die wissen selber, dass man auf jeden Fall schon mal ein bisschen selber schaut, dass die Seite irgendwo relevant genommen wird und irgendwo auftaucht. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, weil jeder will jetzt seine Seite irgendwo positionieren und deswegen sind auch Pressemitteilungen und irgendwie so Sachen drinnen. Hier zum Beispiel ein Artikelverzeichnis und damit kann man auf jeden Fall wirklich eine gute Grundsubstanz schaffen. Wir prüfen hier einfach mal ein paar, hier ist es dann wieder ein bisschen geringer. Aber dann sind hier auch wiederum Seiten drin, wie Gute Frage oder sowas, wo das Ganze dann ein bisschen höher ist. Also Online-Artikel, das hier ist zum Beispiel eine Pressemitteilung, wo man seine Seite eintragen kann. Und da seht ihr dann zum Beispiel, dass der IP-Pop und der Domain-Pop wieder ein bisschen höher ist. Und damit kann man das Ganze schon mal ein bisschen in die richtige Richtung treiben. Bei den ganzen Links, die jetzt hier noch ausgefüllt werden sollen, es sind hier 60 Links. Die werden über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten gesetzt, also ungefähr 5 Links in der Woche, mal mehr, mal weniger. Und da kommt es dann auch nicht drauf an, wann genau ihr die Links setzt. Ihr könnt euch zum Beispiel vornehmen, okay, Samstag in der Früh setze ich jetzt einfach mal 5, 6 Links für die ganze Woche. Weil bis die Links indexiert werden und so dauert das ja auch eine Zeit. Aber dazu gibt es dann extra Videos noch. Noch in der Praxis, wie man die einzelnen Links auf den Seiten setzt und wie man die Accounts vorbereitet. Hier seht ihr dann zum Beispiel, wie die Liste im vorgefertigten Maß aussieht. Und diese Liste, die füllen wir dann natürlich aus. Themenseiten, Vorlinks und so.
So sieht das Ganze jetzt für die Oberfräsenseite aus und da ist natürlich einiges ausgefüllt. Die ist gerade voll im Gange, also von dem Backlinking her seit ungefähr 2 Wochen oder 1,5 Wochen werden jetzt hier Links gesetzt. Und das ist nicht die aktuellste Liste, sondern so wie sie ganz am Anfang aussah. Und ihr seht, dass wir hier auf jeden Fall ein paar Links mehr drin haben, zum Beispiel Themenseite. Und hier werden wir dann wirklich nicht nur die ganzen normalen Seiten drin haben, sondern hier wie Artikelverzeichnisse. Themenseiten sind dann wirklich Seiten, die 1:1 in dem Themengebiet sind. Wie zum Beispiel das Bosch-Forum und eine ganz spezifische Frage, die wirklich zu einer Oberfräse gehört. Und das sind dann wirklich die Backlinks, die uns nach oben bringen, weil die ziemlich themenrelevant sind und wirklich 1:1 auf unser Thema passen. Wir sehen hier Themenseiten, Vorlinks und sowas. Und die muss man natürlich selber raussuchen. Und wie man das Ganze macht, werden wir euch dann natürlich auch noch zeigen. Ihr seht erstmal, hier ist wirklich eine Frage über eine Oberfräse. Welche Oberfräse? Der Beitrag ist auch schon ein bisschen älter, vielleicht fast schon ein bisschen zu alt. Aber es geht hier hauptsächlich darum, dass ihr seht, okay, was das Ganze bringt. Und wenn wir dann hier runter scrollen, kann man gut beantworten. Hier hat zum Beispiel auch mal jemand eine Seite verlinkt. Und das sieht man gleich, Links sind auf jeden Fall hier drin erlaubt. Da kann man Links setzen. Und ja, hier ist es wirklich ziemlich themenrelevant, bei welche Oberfräse. Und dann geht das ganze Thema darüber, Werkzeuge und so. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal kein schlechter Backlink. Und diese Links helfen uns dann wirklich aktiv im Ranking nach oben zu kommen. Und wenn wir hier dann noch einen anderen Link anschauen, wie zum Beispiel den hier, dann seht ihr zum Beispiel 12duo.com. Das Forum habe ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt, wie man die Qualität der Backlinks dann rausfinden kann, beziehungsweise der Seiten, wo man sie verlinkt. Und das ist wirklich wieder extrem themenrelevant und passt 1:1 auf das Thema Oberfräsentisch, Oberfräse. Und hier haben wir wirklich eine Unterseite, die ganz genau hier reinpasst, hier Oberfräsentisch. Dann kann man auch die Unterseite hier ziemlich gut verlinken. Und die Links, die bringen halt dann wirklich eine was nach oben und sind dann eine kleine Ergänzung zu den ganzen Crap-Links hier, die wirklich schauen, dass sie mir einfach mal auftauchen. Natürlich sind gute Fragen und sowas auch ziemlich gute Links dabei, aber da ist natürlich ein bisschen mehr Pflege da, dass die Accounts dann auch immer Follow bleiben. Dazu gibt es andere Videos, aber ihr solltet hier auf jeden Fall wissen, dass die Links, die hier drin sind, erstmal die Basics schaffen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie man die Liste hier die restlichen Einträge ausfüllt. Weil es sind jetzt doch noch ein paar Einträge, ungefähr 30 oder 33 Einträge müssten es jetzt sein, die hier noch auszufüllen sind. Und das ist gar nicht mal so extrem schwierig, da kommt es halt wirklich ein bisschen auf die Erfahrung drauf an. Und der Hauptaufwand ist ja dann nicht in der Liste ausfüllen, sondern in den Links setzen, ne? Und das ist dann natürlich das Aufwendigere. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, die Liste ist soweit ausgefüllt. Wie machen wir das Ganze? Hierzu suchen wir uns einfach zum Beispiel hier, wir sehen, okay, eine Themenseite brauchen wir. Themenseite verstehen wir einfach eine Seite, die in dem Themengebiet sind. Oder ein Forenlink ist dann einfach ein Forum, das auch in dem Themengebiet ist. Wir gehen hier auf jeden Fall mal rein und suchen dann einfach mal Oberfräse. Und dann nehmen wir zum Beispiel Forum. So. Und jetzt seht ihr hier ganz viele Einträge, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Und jetzt klicke ich hier mal drauf. Und jetzt seht ihr gleich boschprofessional.com. Und da ist wirklich ein Forum über Bosch Professional, wo wir wirklich dann hier Oberfräse, Bosch, irgendwas, bessere Alternative gesucht. Und den Link könnte man jetzt hier nehmen und kann ihn hier in die Liste eintragen. Natürlich sollte man davor auch schauen, was mit der Domain ist, wie hochwertig die jetzt ist. Dazu kopieren wir uns einfach die Domain raus. Beziehungsweise wie hochwertig das Ganze für Backlinking ist. Und ihr seht, wow, wirklich, das sind Top-Werte. Selbst wenn der Link auf Follow oder No-Follow ist, ist es egal. Darauf achten wir eigentlich gar nicht, weil wir wollen es ja natürlich machen. Wir suchen uns jetzt nicht 1:1 raus, okay, wie viele Links sollen auf Follow und No-Follow sein. Einfach, wie sich das dann ergibt. Dann sehen wir hier zum Beispiel Forum Heimwerker und dann geht es hier wieder um eine Oberfräse und wirklich so kann man dann 1:1 die Links hier nehmen und kann sie dann hier in die Liste eintragen bei Forum themenrelevante Seite. Das sind dann auch nur hier, sagen wir mal, irgendwelche Platzhalterwörter. Ihr könnt natürlich überall Forum oder themenrelevante Seite eintragen. Im Endeffekt kommt es dann wirklich darauf an, dass ich hier einen kleinen Mix drin habe, dass jetzt nicht nur irgendwelche Foren reintut, sondern vielleicht auch themenrelevante Seiten, sind irgendwelche Werkzeugseiten oder sowas oder irgendwelche Sportseiten, wenn ihr zum Beispiel über Bogenschießen was habt, dass ihr euch vielleicht irgendeine Heimseite oder eine Vereinsseite raussucht über Bogenschießen und da dann irgendwie ins Gästebuch einen Eintrag macht. Das ist natürlich ein Gästebuch, dann ist der Link vielleicht nicht so extrem hochwertig, aber es ist eine ziemlich ganz spezifische Seite, wo oft das Thema ist und dadurch ist der Link dann natürlich wieder gut für euer Backlink-Profil. Deswegen steht da themenrelevante Seite und Forum drin, das könnt ihr aber mehr oder weniger ignorieren und ist eher ein Platzhalter. Aber so könnt ihr dann die Liste ausfüllen, es geht auf 1 Stunde ungefähr was oder wenn ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung habt, kann es sein, dass ihr auch 2 bis 3 Stunden braucht. Also wir könnt dann da wirklich sowas suchen, zum Beispiel Oberfräsenforum oder oben Oberfräse-Kommentar. Kommentar hinterlassen und dann findet ihr hier irgendwelche Seiten, wo ihr einen Kommentar hinterlassen könnt. Und hier, wenn ihr dann runter scrollt, dann seht ihr, okay, hier Kommentarfeld und man kann sogar eine Webseite reinmachen.
Und das sind natürlich dann Kommentarlinks, dass das dann wieder einen natürlichen Mix hat. Weil ab und zu sind hier dann auch irgendwo Kommentare drin. Wenn ich das Ganze hier mal finde, hier Blog-Kommentar zum Beispiel. Und dann kann man hier einen Kommentar hinterlassen. Natürlich ist es hier wiederum sinnvoll, wenn man hier Seiten nimmt, die in das Themengebiet passen. Handwerker, Heimwerker, das ist top. Und jetzt nicht auf irgendeiner anderen WordPress-Seite, die über irgendwelche Tablets oder Computer geht. Setzt jetzt einen Link für eure Oberfräsenseite. Deswegen solltet ihr hier wirklich genau drauf schauen, wie ihr das Ganze macht und hier einfach so euch ein bisschen überlegen, okay, Oberfräse-Kommentar hinterlassen, Oberfräse-Forum oder zum Beispiel bei einer Oberfräse, das ist ein Werkzeug, dann könnt ihr zum Beispiel auch irgendwie Heimwerker-Portal suchen oder Heimwerker-Forum. Wirklich was, wo einfach in dem Themengebiet drinnen ist und dann die Liste ausfüllen. Wie man das Ganze dann im Detail umsetzt von den Links her, werden wir natürlich auch in anderen Videos zeigen. Hier haben wir zum Beispiel erfüllt, da könnt ihr anmarkieren, okay, habe ich den Link jetzt schon gesetzt oder nicht, dass ihr das wisst. Und dann würde ich euch empfehlen, hier wirklich die Seite zu verlinken oder die Seite hier reinzuschreiben, wo der Link platziert ist, dass ihr dann 2-3 Tage später nochmal nachschauen könnt, okay, wurde der Link wirklich durchgelassen. Hier könnt ihr den Username, die E-Mail-Adresse und das Passwort reintragen, den Zeitaufwand, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Den Starttermin könnt ihr hier oben eintragen, dass ihr wisst, okay, wie lange seid ihr an den Ganzen schon dran. Und dann über 2 bis 3 Monate ungefähr die Links setzen. Und hiermit solltet ihr in der Regel wirklich schon in die Top 10 reinkommen. Sogar Top 5 oder Top 3 ist in einigen Fällen möglich. Aber dann später kommt es dann wirklich darauf an, wenn ihr dann seht, okay, ich habe die Links durchgesetzt, jetzt habe ich noch einen Monat gewartet, bis alle Links indexiert worden sind. Ich bin jetzt irgendwie Platz 4 und dann gibt es dann wirklich noch Videos dazu, wie man dann die einzelnen Positionen nochmal genau nach oben kommt, wenn man mit dem Plan hier nicht ausreichend nach oben kommt. Aber in der Regel sollte das die Methode vollkommen ausreichen, dass ihr wirklich ziemlich gute Rankings erreicht und damit solltet ihr auf jeden Fall erstmal starten und beginnen und das ausprobieren. Natürlich könnt ihr das Ganze mit euren eigenen Methoden noch ein bisschen verfeinern, verbessern und das gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr da so für Erfahrungen habt und könnt das einfach mal ausprobieren. Das ist unsere Methode, mit der wir jetzt gute Ergebnisse erzielen können und auf jeden Fall schon mal gut was machen können. Und ja, das kann ich nur so weiterempfehlen. Die Liste, die Basic-Version, so wie sie hier aussieht, könnt ihr euch natürlich unten in der Videobeschreibung runterladen, dass ihr dann schon mal eine gute Grundsubstanz habt, mit der ihr starten könnt und nicht so extrem viel Aufwand habt und wirklich hier dann eure Sachen auch eintragen könnt. Jetzt schauen wir hier noch mal rein in Google Analytics und ihr seht auch, die ganzen Foren und sowas bringen dann auch ein paar Besucher. Das hier zum Beispiel ist ein Forum oder beziehungsweise irgend so eine Top-Frage-Seite, so ähnlich wie Gute Frage. Dann irgendein Ratgeber, dann ist hier nochmal ein Werkzeugportal und so und natürlich auch ein paar Spam-Sachen mit dabei. Aber ihr seht, okay, die Backlinks bringen auch ein paar Besucher, da wurden jetzt wirklich noch nicht viele gesetzt, vielleicht 6-7 Stück. Aber ihr seht, dass das auf jeden Fall schon mal ein paar Besucher bringt hier. Und ja, somit kann man auf jeden Fall gut starten. Und wenn ihr seht, okay, Besucher kommen auch über die Links, dann seht ihr die Links dann auf jeden Fall auch da ziemlich themenrelevant gesetzt und auch hochwertig. Und deswegen sollte das auf jeden Fall so eine gute Strategie sein. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem geholfen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen bei irgendwelchen Fragen oder sowas. Könnt ihr natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und vergesst nicht, die Liste zu downloaden, dass ihr starten könnt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.